hatte. Doch, hier sind wir richtig. Nein, zieh die Schuhe aus und schwimm hoch. Mann, jetzt verarscht mich hier die Steuerung gerade wieder. So. Okay, und Freiflug. Fam. Die zwei Johanne hier, die hauen wir mal kurz um. Entschuldigung an jeden, der hier Johann heißt. Ich weiß ja nicht, wer hier zuguckt. So, dann klipsen wir den Dingern mal das Licht aus, dann ist hier auch Ruhe. Perfekt. Gutes Werkzeug, dieser Bogen. Den mag ich, der ist mir direkt sympathisch. One hit down. Legend of Link. Yeah. Nein, Legend of Zelda natürlich. Was rede ich denn da? Und Pfeile. Ich hab dich gesehen, mein Lieber. Das war ein Headshot, ey. Voll der Headshot ins Knie. Ja, ja. So, hier haben wir noch irgendwo eine Kiste. Wow! Okay, das war ungesund gerade. Oder was? Nee, da war nix. Ein Herz, das nehmen wir natürlich mit. So, und da haben wir noch eine Kiste. Zack. Und noch ein Fuffi. Was? Toll. Also gut, müssen wir hier lassen. Da kennt das Spiel keinen Pardon. Schade. Naja. Kann man wohl nichts machen. Und hier geht jetzt auch die Framerate so hässlich in den Keller. Ich raff das einfach nicht. Wer schießt jetzt hier noch? Ach du. Ruhe. Ich hab gesagt, Ruhe. Ah, du bist so schlecht. Okay. Dann ziehen wir mal das Ding hier vor. Und ein geheimer Gang tut sich uns auf. Und hier ist auch der Sound ein bisschen buggy. Ich merk's gerade. Also ich glaube, das scheint hier an dem Tempel zu liegen. Wow. Ja, was ihr könnt, das kann ich auch. Idioten. Und gleich mal ein bisschen Kleingeld freigeschalten. Sehr schön. Einmal Malta-Schalter drück. Drück die Malta-Schalter.
Alter, drück die Malta-Schalter. Sonst rufe ich Al-Qaida. Yo. Gut, noch rechtzeitig erwischt. Da oben ist auch noch irgendwie eine Kiste. Keine Ahnung, wie man da dran kommen soll. Nein. Mist. Nein. Hahaha. Treffer. So, lass los, lass los. Toll. Früher wurde das Spiel mal pausiert, wenn eine Zwischensequenz war. Gibt's heute nicht mehr und mich wundert, dass ein links sein Schwert nicht rausfällt. Das ist sehr merkwürdig. So. Und damit sind wir jetzt offiziell auf dem Weg zum Endboss. So einfach geht das. So, was? Na, jetzt aber. Ach, guck mal, da wollt's ein paar wissen, hä? So, mal kurz durchgemetzelt. So. War das schon alles? Ah, die Herren wollen einen Nachschlag. Lässt sich einrichten. So, ein paar nette kleine Aufwärmübungen gemacht, ne? Muss ja auch mal sein. So. Einen Augenblick. Die Herrschaften. War mir denn nicht so? Offensichtlich nicht. Schade. Ich könnte schwören, hier war irgendwo eine Fee für die Flasche. Aber wohl eher doch nicht. Okay, wir betreten den Raum zum Endboss. Zum Oberhaupt der Goronen. Oh. Ich glaube, der werte Herr ist von einem Schattenkristall befallen. Dann wollen wir ihn nochmal befreien. Übrigens habe ich Skype mal auf beschäftigt gestellt, was mal ein Wunder ist. Ein Diamant auf der Stirn. Oder ein Auge. Okay. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Link, mach was, bevor er sich befreit. Steh doch nicht so blöd da. Oh oh. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Flammen der Bestien. Dingens. Etwas. Mit bösen Sachen. Oh, lass mich in Ruhe, hau ab. Ah, Link. Verdammt. Mitna, was gibt's? Schau mal, das strahlende Ding auf seiner Stirn von diesen Typen. Ich spüre, dass von dort eine starke magische Energie ausgeht. Das wäre doch geradezu ein drauf zu schießen. Halt, ich brauch die Superstiefel.
So, und jetzt komm her. Greif, greif, Link, greif. Jetzt hau ich um. Ah, nein, Mist. Ach, verdammt. Mann, greif doch, greif. Ey, komm. Mann. Du Arsch. Ja, reicht's langsam mit dir. Oh. Ja, so langsam wird's kritisch. Jetzt nicht langsam anfange zu punkten, ne? Ich komme aber nicht ran. So, jetzt. Fall endlich auf die Schnauze. So, Stiefel aus. Hingehen und ein paar aufs Maul geben. So, die Feuerpause nutzen wir mal schnell, um ein bisschen Energie nachzutanken. Ich sehe nichts. Es wird einem nicht mal gegönnt, Energie nachzulegen. Oh, der lädt Energie auf. Okay, wir bekommen hier auch Pfeilnachschub, das ist gut. So, komm her. Komm her. Und greifen. So, du bleibst da, mein Freund. Huch, ist der Kleine wieder gestolpert. Na dann, gehen wir doch mal hin und geben ihm ordentlich Saures. So, pass mal auf. Hör auf damit. So, komm her. Natürlich. Du kannst es natürlich einfach, ne? Ja, pass mal auf, ich gebe dir einen Tipp, ich kann es auch. Ich bin Super Link. So. Und das beweise ich dir jetzt mal. Wer hat hier das Schwert, hä? Gib's jetzt auf? Na also, das rate ich dir auch. Natürlich, er hat einen Schattenkristall auf dem Kopf oder auch nicht. So. Doch, Tatsache, einen Schattenkristall hat er auf. Gehabt oder auch nicht, ich weiß es nicht. Egal. Hehehe, gut gemacht. Jetzt hast du schon zwei Schattenkristalle. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Zanto. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König des Schattenreichs. Er ist sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Was? Aber ich werde Zanto niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichtes von dieser verwöhnten Prinzessin und ihrer Verbündeten regiert wird. Nicht, dass ich etwas Böses wollte.
Ich will nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Toll. Also, es fehlt nur noch einer. Den findest du doch auch noch, oder? Ja, ja, den werden wir auch noch finden, Midna. Nur keine Angst. Und was wird aus ihm? So, erstmal ein Herzcontainer. So, wieder eins dazu bekommen. Und was wird aus ihm jetzt? Wir reden mal mit dem. Boah. Was? Wo bin ich? Oh, mein Kopf brummt. Mein Kopf tut so weh. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Okay, er ist anscheinend nicht sehr gesprächig. Das heißt, wir ziehen ab. Herzcontainer haben wir. Jawohl, ich habe nichts vergessen. Und wir verschwinden aus dieser Flammenhölle.